Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum jetzt 28. Part. Bei wer weiß denn sowas? Mit mir den verspackten Rage-Kegel, der ja nicht mehr so viel ragen will. Und ja, in der heutigen Folge, wir gehen erstmal hier on air. Wähle dein Team, um an der Show teilzunehmen. Und beim letzten Mal waren wir, glaube ich, mit Bernhard waren wir im Team und wir gehen jetzt ins Team Elton. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die letzte Folge ausgegangen ist. Also gerendert ist es schon, ich weiß aber leider nicht mehr, wie das, ne? Ich habe leider ein Gedächtnis wie ein Sieb. Und ich sag mal so, die letzte Aufnahme ist auch schon wieder, ich glaube, anderthalb Wochen her. Kann man, glaube ich, so nennen, ja. Und mir ist saumäßig warm. Wir haben heute den 24.07., und es waren heute 37 Grad. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los. Mit der Mantau. Die alte Sau. Herzlich willkommen, guten Abend zu Wer weiß denn sowas? Wussten Sie eigentlich, dass es in Lappland eine Fußballmannschaft gibt, die FC Santa Claus heißt? Oh. Nö, jetzt wissen wir's. Okay. Wir haben zwei wunderbare Teams, die heute hier gegeneinander spielen. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen möchten. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Okay. Und das Team Elton. 62. Akzeptabel. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Hier ist die Wand. Die Kategorien sind Schönheit, Edelmetall, wie ticken wir, Biologie, Neuheit, total genial, Sport, damals, unser Körper, tierisch, das Fragezeichen und clever. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Wir haben ein Problem, Essen und Trinken fehlt, also können wir die Sendung gar nicht starten. Scheiße. Ach übrigens, wenn jetzt irgendwie hier so ein leichtes Pusten im Hintergrund zu hören ist, das ist mein Ventilator, weil ohne Ventilator kann ich hier nicht sitzen. Ja. Dann gehen wir auf. Weißt du was, dann fragen wir heute mal mit dem Fragezeichen an. Wir können auch das Fragezeichen nehmen, das ist eh egal. Alles klar. Laut einer britischen Studie warten Männer etwa eine halbe Stunde ab, bevor sie eine SMS beantworten. B. Im Schnitt 2 Minuten am Tresen, bis sie ein Bier bekommen. Oder C. In ihrem Leben zusammengerechnet 1 Jahr lang auf Frauen. Bitte was? Laut einer britischen Studie warten Männer im Schnitt 2 Minuten am Tresen, bis sie ein Bier bekommen. Warten Männer in ihrem Leben zusammengerechnet 1 Jahr lang auf Frauen? Okay, dann bin ich da irgendwie außen vor, weil ich warte jetzt seit. Warte mal, wann hatte ich meine letzte Freundin, beziehungsweise wann ist das auseinandergegangen? Ja. Ich glaube, knapp 6 Jahre liegt das jetzt schon zurück. Ja, genau, 6 Jahre. Und, 5 Jahre. Im Jahr 2014 ging das auseinander. Aber egal. Ich würde jetzt ganz einfach auf Antwort B tippen. Weil ich sag mal, etwa eine halbe Stunde abwarten, bevor sie eine SMS beantworten. Glaube ich nicht. Also. Was sagt ein Elton zu B? Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Warum auch immer? Mhm. Keine Ahnung. C schon mal nicht. Alles klar. Dann nehmen wir B. Ich riskiere B. Ich auch. Wir haben B eingeloggt. Wir schauen, ob das auch wirklich stimmt.
Ein Mann wartet auf der Straße, im Wohnzimmer, im Bekleidungsgeschäft auf seine Frau. Allein vor der Umkleidekabine verbringt er 22 Wochen seines Lebens. Während die Frau seelenruhig ihren Dingen nachgeht, summiert sich laut einer britischen Studie die gesamte Wartezeit eines Mannes auf ein komplettes Jahr. Es bleibt erstmal bei 0 Euro, aber... Gut, dann habe ich die Frage, glaube ich, falsch verstanden, aber egal. Was soll eure erste Kategorie sein? Scheiße. Schönheit spricht mich an. Das ist ja totale Lotterie. Entscheiden wir uns für clever. Lass uns clever nehmen. Clever nehmen wir. Manche gekochten Eier haben einen grünen Rand um das Eigelb, weil sie a. zu lange gekocht wurden, b. zu kalt abgeschreckt wurden oder c. älter als 4 Wochen sind. A vielleicht? Legen wir erstmal zurück, denken später drüber nach. Fällt dir zu B was ein? Das meine ich, hätte ich schon mal gehört. Wir loggen B ein. Ich habe keine Ahnung. Also, B ist eingeloggt. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Wenn Eier gekocht werden, verändert sich das Eigelb, je nachdem, wie lange das Ei gekocht wird. Wenn ein Ei länger als ca. 15 Minuten dem heißen Wasser ausgesetzt ist, wird Eisen aus dem Eigelb freigesetzt. Im Eiweiß entsteht zur gleichen Zeit Schwefelwasserstoff. Beide Stoffe verschmelzen miteinander am Dotterrand zu Eisensulfid, was die grünliche Verfärbung verursacht. Schädlich sind diese Verfärbungen allerdings nicht. Okay. 0 Euro auf dem Konto. Oh Gott. Nächste Kategorie. Ist mir irgendwie noch nie aufgefallen, aber okay. Ja, zweite Kategorie, die wir in den Sand setzen können. Ja. Nehmen wir total genial. Total genial finde ich super. Alles klar. Dann machen wir das. Was kann beim Schminken statt einer Wimpernzange helfen? A. Radieschen, B. Teelöffel oder C. PET-Flasche. Was kann beim Schminken... Was ist denn bitte eine Wimpernzange? Ich kenne mich mit dem Schminken nicht aus. Tut mir leid. Ja, hier großes Fragezeichen. Ich frage mal Elton, was er jetzt zu den Antwortmöglichkeiten sagen würde. Wie gesagt, ich bin da außen vor. A halte ich für ein bisschen strange. Das ist schon mal völliger Quatsch. Lass uns C nehmen. Mhm. Einfach nur so. Lass uns C nehmen. Gut. Wir nehmen C. Okay, wir haben C eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Wer keine Wimpernzange zur Hand hat, seinen geraden Wimpern aber dennoch einen hübschen Schwung verleihen will, findet das perfekte Hilfsmittel in der Küche. Einfach heißes Wasser über einen Teelöffel laufen lassen und trocknen. Den warmen Löffel an das Lid halten und die Wimpern für den perfekten Augenaufschlag 20 Sekunden an den Löffel drücken. Ach du Scheiß. Leider bleibt es bei 0 Euro. So, ihr seid dran. Alter. Unser Körper. Klingt doch interessant. Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Wir nehmen unser Körper. Mit welchem Hilfsmittel kann man Sodbrennen behandeln? A. kalter Kaffee, B. geriebene Kiwi oder C. Saft aus roher Kartoffeln? Antwort A. Also ich glaube, es ist A. Eventuell B? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Kann das wirklich sein? Sodbrennen äußert sich durch schmerzhaftes Brennen, das sich vom Oberbauch bis in den Hals erstreckt. Grund ist der Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre. Ein effektives Hausmittel bei Sodbrennen ist der Saft von rohen Kartoffeln. Dazu sollte man sie mit einem Entsafter auspressen, den gewonnenen Saft im Verhältnis 1:2 mit warmem Wasser mischen und umgehend trinken. Der Saft neutralisiert und bindet überschüssige Säure im Magen. Boah, Alter! Es bleibt bei 0 Euro. Saft, Alter. Boah, nee, wenn ich alleine nur dran denke, dann krieg ich Kotzen. Boah, nee.
Das geht ja gar nicht. So, wir können ja mal tierisch-tierisch probieren. Dann nehmen wir tierisch-tierisch. Alles klar. Auf Beutefang hilft es dem Turmfalken, dass er A. schwarz-weiß gefiedert ist, B. ultraviolettes Licht sehen kann oder C. Mäusemännchen am Geruch von Weibchen unterscheiden kann. Also jetzt mal ganz ehrlich, warum soll der dem Turmfalken es helfen, dass er Mäusemännchen von Weibchen unterscheiden kann? Wenn er Beute sieht, also der Falke, stürzt er sich drauf und frisst das. Das Problem ist jetzt nur, weil ich weiß es jetzt nicht bei Turmfalken, was die, ich sag mal, was die jetzt für ein Geflieder haben. Nicht, dass die jetzt nur komplett schwarz sind und das ist als schwarz-weiß gefiedert, ob das jetzt nur so dahingesagt ist. Also, ich würde jetzt ganz einfach auf B raten. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Weil das eigentlich so die, ja, keine Ahnung, die, also, das wäre das, was jetzt für mich als ehesten rankommt. B könnte theoretisch sein. Muss es aber nicht. Danke für diese Info. Schließen wir aus. Also schließen wir C schon mal aus. Also einigen wir uns auf B. Alles klar. Wir nehmen B. Ja. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Oha. Mäuse und andere Kleinnagetiere hinterlassen auf dem Weg zu ihrem Unterschlupf Urinspuren. Diese reflektieren ultraviolettes Licht, für den Menschen unsichtbar. Nicht für den Turmfalken. Seine Augen verfügen über zusätzliche Sinneszellen, die ihm ermöglichen, Teile des ultravioletten Lichtspektrums zu sehen. Da der Turmfalke Urinspuren seiner Beutetiere also erkennen kann, beobachtet er bei der Jagd besonders diese Orte. So spart er Zeit und Energie. Aha! 500 Euro auf eurem Konto! War zwar geraten, aber es war richtig. Nice! So, wie machen wir denn weiter hier? Erwünsche. Biologie spricht dich an. Ich bin dabei. Biologie nehmen wir. Toll, dann nimmt man. Wie werden kernlose Weintrauben gezüchtet? A. Sie vermehren sich durch Stecklinge. B. Die Kerne lösen sich im Reifungsprozess auf. Oder C. Sie entstehen im Labor. Wie stehst du zu A? Also, sie vermehren sich durch Stecklinge. Wie soll das denn, das ist ja keine, wie soll das denn gehen? Also ich habe dann, weil das, was ich oben drauf stecke, bleibt ja. Also, achso, und dann wächst das. Also es gibt Stecklinge. Was hältst du von B? Die Kerne lösen sich im Reifungsprozess auf. Also, das halte ich für das biologisch Sinnvollste. Ja, indem die halt quasi ab einem bestimmten Reifegrad anfangen, sich quasi aufzulösen innen drin. Also die durch die Säure da drin, die Kerne zu einer, ich habe keine Ahnung. Ich würde vom Gefühl würde ich B nehmen. Ihr entscheidet euch für B. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Die Sultanine entsteht aus einer kernlosen Weintraubensorte, die schon seit Jahrtausenden kultiviert wird. Weintrauben lassen sich nicht nur durch Samen, sondern auch ungeschlechtlich vermehren, und zwar durch Ableger, Stecklinge oder durch Aufpropfen. Man nimmt dabei den Trieb einer bestehenden kernlos tragenden Pflanze und propft ihn auf einen bestehenden Weinstock. Daraus entsteht dann eine komplett neue Pflanze, die wiederum kernlose Weintrauben liefert. Aha. So also, ist das. Leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. Wie machen wir bei euch weiter? Ja, keine Ahnung. Was haben wir denn noch? Schönheit, Edelmetall, wie ticken wir, Sport, damals Neuheit. Ich würde jetzt auf wie ticken wir gehen. Jetzt. Meinst du nicht? Sport? Ich tendiere tatsächlich noch zu Sport. Gut, super, dann nehmen wir das. Warum sind die meisten Billardtische grün bezogen? A. Der Erfinder des Spiels war Förster. B. Die ersten Turniere wurden von irischen Bischöfen abgehalten. Oder C. Ursprünglich wurde Billard auf einer Wiese gespielt.
Ich habe keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, schon mal öfters gesagt, aber warum sind die meisten Billardtische grün bezogen? Ja, weil es so ist? Frag mal Google. Ich habe doch keine Ahnung. Also die ersten Turniere wurden von irischen Bischöfen abgehalten. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und es gibt ja so ein, ich sag mal, so ein kugelartiges Spiel, was ja auf, also ich sag mal, nicht nur auf Wiesen, sondern auch auf Sand gespielt wird. Ich weiß es aber nicht, heißt das Curling oder was? Ich glaube, das hat so jetzt mit, ursprünglich wurde Billard auf einer Wiese gespielt, ich glaube, das hat damit nichts zu tun, oder? Ich würd diesmal C nehmen irgendwie. Seriously? Wie jetzt? Ja, nein. Aha. Okay. Den Publikumsjoker, den werden wir uns nochmal aufbehalten. Also an der Seite behalten. Aufbehalten. So, beste Deutsch, was es gibt. Ja, dann raten wir C. Ja. C. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Hier ist die richtige Antwort. Frühere Kugelspiele aus dem 13. Jahrhundert, die auf die Ursprünge von Billard zurückgehen, erinnern an das heutige Croquet. Gespielt wurde unter freiem Himmel auf einer Wiese. Da man vom Wetter unabhängig sein wollte, verlegte man das Spiel in die warme Stube auf einen Tisch. Billard entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte immer weiter, doch eine Sache blieb. Aus nostalgischer Erinnerung an die Outdoor-Spielvariante werden die Tische bis heute grün bezogen. Da sind wir richtig, okay. 1000 Euro. 500 Euro. Das ist eher so auf Bild, aber okay. Wenn ich euch bitten darf, die nächste Kategorie auszugeben. Ich bin für Wie ticken wir? Was denkst du? Das ist Psychologie. Wie ticken wir nehmen wir? Was zügelt statistisch erwiesen den Heißhunger auf Schokolade? A. Vanilleduft riechen, B. Bier trinken oder C. Gürtel weiterschnallen? Wäre B möglich? Kann sein. Könnte es A sein? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir nehmen B. So, wir haben B eingeloggt, aber die Frage bleibt, A, B oder ja, C. Schokolade und Bier passt ja überhaupt nicht zusammen, ne? Also... Ein Londoner Forscherteam untersuchte die Wirkung verschiedener Düfte bei Heißhunger auf Schokolade. Tatsächlich aßen Studienteilnehmer weniger Schokolade, wenn sie Vanilleduft rochen. Was? Als Grund dafür vermuten Forscher das Hormon Serotonin. Vanilleduft fördert demnach die Ausschüttung dieses Hormons und lässt dadurch Glücksgefühle entstehen. Wer beim Riechen schon Glück empfinde, verspüre demnach keine Sehnsucht mehr nach Süßem. Okay, ich hätte es aber auch B geraten. Also. Wir haben noch vier Kategorien und eine nächste für euch. So, zwei Fragen sind für uns jetzt noch übrig. Das sind jetzt alles so Themen, die mir nicht so direkt liegen. Also Neuheit. Ich sag mal, Neuheit und Edelmetall, das wären jetzt noch so die Bereiche, wo ich sage, das könnte noch klappen. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das mit. Dann gehen wir erstmal auf Neuheit. Zukünftig sollen Pflaster nicht mehr mit Klebstoff an der Haut haften, sondern mit A. Nadeln, B. Magneten oder C. Honig. Zukünftig sollen Pflaster nicht mehr mit Klebstoff an der Haut haften, sondern... Also Magnete könnte ich mir vorstellen, aber das ist ein ganz schön großer Aufwand, solche Pflaster dann, ich sag mal, herzustellen. Aber auf der anderen Seite vielleicht, dass man dieses, also das Teil, was jetzt hier auf die Wunde draufkommt, vielleicht kann man das dann, ich sag mal, austauschen bzw. auswechseln, dass man diese Pflaster dann öfters benutzen kann.
Das wäre eine Möglichkeit. Also da würde ich jetzt auf B tippen. Könnt ihr euch, also B halte ich für komplett ausgeschlossen. Okay. Also ganz ehrlich, Honig würde ich, das, also das ist meiner Meinung nach komplett falsch. Ich würde sofort Honig sagen. Echt? Das glaube ich nicht. Du glaubst also, dass es Honig ist? Na gut, ich sage jetzt meine Möglichkeit hier mit den Magneten. Also wäre eine Idee wert. Aber wenn jetzt Elton schon sagt, es wäre, also Honig wäre die beste Möglichkeit, dann, also, würde ich, ja, ich vertraue ihm da jetzt mal. Er sagt C. So, hier kommt die richtige Lösung. Ganz nach dem Vorbild des Kratzwurmparasiten, der sich mit seiner Rüsselspitze in den Därmen von Fischen festhakt, entwarfen amerikanische Forscher ein chirurgisches Pflaster. Hier Bilder der ersten Tests. Das neue Pflaster ist nicht mit Klebstoff beschichtet, sondern mit hunderten von Mikronadeln aus Kunststoff besetzt. Sie dringen in das Gewebe ein, schwellen dort an und haften fest. Der Vorteil, das Pflaster schont die Haut und lässt sich leicht wieder entfernen. Oh Gott. Okay, Magnete wäre auch falsch gewesen. Aber wie gesagt, es wäre eine Idee wert. Drei Kategorien haben wir noch. Nehmen wir damals? Wir schließen jetzt erstmal das aus. Schönheit spricht mich an. Das ist schon relativ komplex. Wir hätten gerne Edelmetall. Wo spielt nordisches Gold eine Rolle? A. Im Skilanglauf, B. bei der Deutschen Bundesbank oder C. im Klavierbau? Was sagst du zu A? Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Wäre B eine Möglichkeit? Ich habe das auch schon mal gehört. Wir entscheiden uns für B. Dann nehmt ihr B. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Mhm. Bei Nordisch Gold handelt es sich um eine Legierung aus 89% Kupfer, 5% Aluminium, 5% Zink und 1% Zinn. Es besitzt also nicht die geringste Spur von Gold. Das Material wurde ursprünglich für die schwedische 10-Kronen-Münze entwickelt und hat zumindest ein goldähnliches Aussehen, woher auch sein Name abgeleitet ist. Das Material ist recht preiswert, sehr widerstandsfähig und nicht magnetisch. Deswegen wird nordisches Gold hauptsächlich als Münzmetall verwendet. Und zwar für die 10, 20 und 50 Euro-Cent-Stücke. Und die sind Sache der Deutschen Bundesbank. Okay. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. So, zwei Kategorien haben wir noch. Ja, und das sind jetzt genau die, die mir eigentlich gar nicht liegen. Aber da gehen wir dann ruhig auf damals. Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Weil Schönheit, das ist mehr so für Frauen. Der französische Feldherr Napoleon Bonaparte lernte erst im Alter von 9 Jahren Französisch, konnte Zeit seines Lebens nicht lesen oder C. war in seiner Zeit als Kaiser extrem schwerhörig. Ja, das ist genau meine Meinung dazu. Wenn ich jetzt so die Antwortmöglichkeiten durchlese. Irgendwas war mit ihm. Also ich würde jetzt raten, dass er nicht lesen konnte, aber... Aber ich will es nicht hervorrufen. Was sagt ein Elton dazu? Ich persönlich wäre ein bisschen für A. Hab keine Ahnung, warum. Okay. Ist doch Blödsinn. Blödsinn sind die Antworten eigentlich gar nicht. Es könnte alles sein, ne? Also C schließen wir schon mal aus. Du meinst also Antwort A. Ja gut, es kann auch sein, dass der Napoleon aus einem anderen Land kam. Und erst dann als 9-Jähriger... Französisch lernt. Ich weiß es aber nicht. Warte mal auf. Wir fragen das Publikum. Gut, wir fragen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Wer glaubt, die richtige Antwort zu kennen? Ja, stehen Sie ganz kurz auf einmal. Okay, 4 Leute. Ihr müsst euch entscheiden. Ich würde sagen, wir nehmen ihn. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ich denke ja. Ich tendiere eindeutig zu Antwort A. Ja, darüber habe ich eine Doku gesehen. Mhm.
Wunderbar. Hier nehmt da. Wir werden es sofort überprüfen. Der französische Feldherr wurde als Napoleone de Bonaparte im Jahre 1769 in Ajaccio auf Korsika geboren. Dort war sein Vater Carlo di Bonaparte als Advokat tätig. Die Mittelmeerinsel gehörte bis 1768, also einem Jahr vor Napoleons Geburt, noch zu Italien. Seine Muttersprache war folglich Italienisch. Erst mit 9 Jahren lernte er auf einer Schule in der Bourgogne Französisch. Seinen italienischen Namen ließ er sogar erst mit Anfang 20 ändern zu Napoleon Bonaparte. Also, richtige Antwort. Hat das mit jemand anders verwechselt? Scheiße. Aber okay. Und noch warum eine nicht? Kategorie offen. Schönheit. Mit welchen Hilfsmitteln hält ein aufgetragener Lippenstift wesentlich länger? A. Wattepad und Earl Grey Tee. B. Mullbinde und Feuchtigkeitscreme. Oder C. Kosmetiktuch und Puder. Wäre B eine Möglichkeit? Du machst auf die Mullbinde die Feuchtigkeitscreme und legst das vorsichtig drauf. Dann wird die Lippe wird weicher und zieht ein und nimmt Farbstoffe mit hinein. Antwort A. Das wäre zu einfach. Wir loggen B ein. Mhm. Ihr entscheidet euch für B. Und hier ist die Lösung. Oft ist die Leuchtkraft eines Lippenstiftes nur von kurzer Dauer. Wer wesentlich länger Freude am roten Kussmund haben möchte, sollte zu einem Trick greifen. Einfach mit einem dünnen Kosmetiktuch die bemalten Lippen bedecken. Danach den losen Puder durch das Tuch auf die Lippen tupfen. Der Puder setzt sich durch das Tuch auf die Lippen ab und fixiert somit die Farbe. Es bleibt bei 500 Euro. Okay. Also, wir haben einen Zwischenstand vor der großen Masterfrage, vor unserem großen Finale. Das Team Bernhard, 500 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 1500 Euro. Ja, mal ein bisschen mehr Begeisterung hier. Die Teams haben ja jetzt noch die Möglichkeit, den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Also es ist ja noch gar nichts entschieden, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zur entscheidenden Frage. Wir kommen jetzt zum Finale. Die Kategorie, aus der heute unsere Masterfrage kommt, ist Architektur. Ach du Scheiße. Beide Teams geben ihren Geldbetrag ein, den sie setzen möchten. Mhm. Ich bin ja eigentlich so, dass ich immer zur Masterfrage in den meisten Fällen ja alles setze. Dadurch, dass aber Team Bernhard jetzt nur 500 Euro auf dem Konto hat, werde ich jetzt nur 375 Euro setzen. Das heißt, wenn die jetzt alles setzen und richtig antworten, haben die 1000 Euro auf dem Konto. Und wir falsch antworten, haben wir noch 1125. Das heißt, wir haben dann so oder so gewonnen. Ist vielleicht ein bisschen dreist jetzt von mir, aber man muss ja seine Möglichkeiten ausschöpfen. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Hier ist die Masterfrage. Welches dieser Gebäude ist das höchste? A. Der Messeturm in Frankfurt am Main. B. Der Fernsehturm in Berlin. Oder C. Der Eiffelturm in Paris. Oh, 20 Sekunden ab jetzt. Ich schwanke zwischen A und C. Ich nehme, ja, ich rate jetzt auf Antwort A. Keine Ahnung. Wie viel haben die beiden Teams gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, wir schauen mal, was ihr getippt habt. Das Team Bernhard hat sich entschieden für B. Das Team Elton hat getippt auf Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Der Pariser Eiffelturm ist 324 Meter hoch. Der Berliner Fernsehturm 368 Meter. Der Frankfurter Messeturm 5,652 Meter hoch. Ja, ich habe das jetzt von hinten vorgelesen, also andersrum. 256,5 Meter hoch. Das heißt, das höchste Gebäude ist der Berliner Fernsehturm. Okay.
Wir haben trotzdem gewonnen. Das bedeutet, so, dass Team 11 gewinnt. Und genau mit sowas habe ich auch gerechnet. Glückwunsch zum Sieg. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder pünktlich um 18 Uhr. Wer weiß denn sowas? Sehr schön. Damit wäre diese Sendung auch erledigt. Und jeder Zuschauer kriegt 18,50 Euro. Ne? Sagen wir, für einen hohlen Zahn reicht es. Gut, das Einzige hier, Master Freirich beantwortet leider nein, aber, ne? Also, was soll's. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Und mal sehen, was uns da so mit den nächsten Fragen so erwartet. Und dann natürlich wieder im Team Burnout. Alles klar, Leute, macht es gut. Tschüssi!